Können Sie noch eine zweite Kasse aufmachen, bitte? Wir öffnen Kasse 3 für Sie. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute, wie ich finde, ein sehr interessanter Test. Wir werden mal Sushi testen, aber nicht einfach irgendwie, sondern wir werden 3 verschiedene Lokalitäten in Augenschein nehmen. Und zwar einmal den Hensler. Wir gucken wieder, ob er es da ein bisschen besser drauf hat als Burger. Wahrscheinlich ist in Hamburg sehr bekannt, teures Sushi. Und wir werden das Lidl-Sushi noch mit reinfetzen. Denkt auch an den Gutschein random im Kommentar, pin ich an. Irgendeinen Kommentar suche ich mir raus, 50 Euro, um den Algorithmus anzukurbeln. Und jetzt sehen wir uns erstmal beim ersten Lokalität. Ich weiß noch nicht wo. Der einzig war Ahmed. Und mein anderer Kollege ist auch dabei. Ist Vollformat die Kamera? Ja. Ignorierst mich gerade, weil du musst einmal Hallo sagen. Ach so, das Video läuft schon, ja, sagt es doch. Wir bauen gerade hier Fachgespräche, scheiße Fachgespräche. Okay. Ich mach das Ding hier an, Vlogcam und go. Die zwei Jungs sind auch heute am Start. Mein guter alter Freund Alex und der kommt aus Köln, der ist hier. Und der wird heute auch am Start sein. Und jetzt fahren wir mal erstmal los, werden wir schauen, was das Sushi so hergibt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Derzeit ist unsere Restaurantreservierung nicht besetzt. Das ist in Hamburg bekannt als wirklich so High-End-Sushi. Das soll richtig teuer da sein, aber auch richtig gut. Ich als jemand, der nicht oft Sushi isst, will jetzt einfach mal gucken, macht das was her, Mann. Lidl, hol ich mir lieber eins für 6 Euro oder gebe ich da halt so viel Geld aus für. Fahren jetzt einfach hin, ich werde dann einfach versuchen rauszuholen, Mann. Wir vloggen das jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich, Ahmed meint, ich trinke unnormal. Schreibt es mal in die Kommentare, ich finde, ich trinke ganz normal. Hafen City ist das. Prunkvolle Gebäude, passt genau zu so einem Nobelschuppen, muss ich sagen. Ah, hier, Coast. Hier sieht es eher aus, als wenn wir gerade abgezogen werden gleich. Man muss ja auch immer sehen, was kriegt man geboten, nicht nur vom Essen. Man bestellt hier Essen, sitzt hier draußen, da vorne die Elbphilharmonie. Wenn hier die Sonne drauf knallt, man, muss ich sagen, lässt sich das sitzen. Was sagst du, Inzi? Geiler Ausblick, geiles Feeling. Ja. Nicht lumpen lassen, ne? Nicht lumpen lassen, ja. So Leute, wir durften drin nicht filmen. Wir werden jetzt erst noch rüber switchen zum Hensler. Gucken, was der macht und dann sehen wir uns später hier wieder. So Leute, wir haben jetzt den direkten Vergleich, Mann. Zum Hensler geht's. Waren Sie schon mal erst beim Hensler? Ihr liebt den Hensler. Was lieben wir an dem Hensler? Egal, seine Art, sein Wesen, sein. Alles. Also sympathisches Kerlchen, ne? Auf jeden Fall. Original Hamburger Jung, ne? Ja. Das ist ein guter Hamburger Jung. Ich war letztens im Burger essen und da hat er aber ein Tiefkühlpatty draufgehauen, der Hensler. Ja. Oder die Kollegen vielleicht. Ja, das kann sein, ne? So Leute, wir haben hier jetzt den Hensler am Start. Wirklich super Service, direkt bam angenommen. Letzte Sekunde, die machen gleich zu schon. Cooles Feeling. Hinten auch wieder. Eben sagt mein Kollege zu mir, also wirklich, finde ich immer ein bisschen übertrieben, sagt das nicht so mit, dass da Asiaten sind. Das ist ja nicht böse gehören von mir, aber auch hier sind nur Asiaten. Ich finde das vom Feeling cool. Hat für mich Atmosphäre, hinterm Tresen überall Asiaten. Finde ich gut. Beim East waren auch nur Asiaten. Jetzt gucken wir mal, wie es beim Lidl aussieht. Also Leute, wir sind bei Lidl am Start jetzt. Lidl lohnt sich. Da bin ich jetzt echt gespannt, muss ich euch sagen. Soll das Lachs sein, Lena? Das sieht für mich richtig so die Hartz-IV-Basis, also so ganz die Sparvariante. Also nicht ansprechend für mich. Hier bei Lidl ist nicht roh wie bei den anderen, ja. Normal. Es ist Räucherlachs. Ah, es ist Räucherlachs. Okay. Sieht aber trotzdem unappetitlich aus. Katzenfutter-Sushi, ja. Ich bin kein Lidl-Fan, muss ich dazu sagen. Ich kaufe nur noch bei den gehobenen Läden ein. Nein, Spaß. Ich bin ja so Bio-Fan. Ne? Bioladen, so stehe ich nicht an der Kasse. Und ich achte ja so privat zumindest sehr auf Ernährung. Bei Lidl habe ich auch mal gearbeitet, ja. Aha. Haben mir die Ausbildung gekündigt tatsächlich. Jetzt kann ich ganz offiziell sagen, Lidl, ihr seid ein Saftladen. Nein, nein, nein. Das war der wahre Grund, warum die Bewertung gleich so ist, wie sie ist. Das ist dafür, dass ihr mich damals gekündigt habt. Können noch eine zweite Kasse aufmachen. Machen, bitte. Wir öffnen Kasse 3 für Sie. Super. Bitte legen Sie Ihren Einkauf bereits auf das Kassenband. Ich kann euch auch noch die PLU für eine Gurke nennen. Das ist die 183. Was ist die PLU-Nummer für eine Gurke hier? 310, aber ich wusste noch mal 3. Ich habe auch mal bei euch gearbeitet, weißt du? Ja, ich bin schon. Ja. Bist du Makler denn hier?
Ja, sieht man gleich, bevor wir mal auftreten. Da sieht man direkt von der Ausstrahlung, das muss Marktleiter sein. Ja. Perfekt, ja, ich danke dir. Schöne Woche. Ne? Danke, ciao. So ein entspannter, chilliger Typ. Wir hatten auch gehört eben, wie ich über Lidl gelästert habe, aber er ist trotzdem so korrekt, Mann. Das ist ein entspannter Marktleiter, Mann. Du warst wahrscheinlich ein scheiß Arbeiter. Nein, nein, ich war guter Arbeiter, wirklich arschreiner Arbeiter. Also Leute, das gute Lidl, Sushi Mushi. Ab geht's nochmal zur nächsten Location. Und jetzt random reingeschnitten einfach, Leute. Lasst den Daumen oben glühen, unbedingt. Das Video muss wieder steil gehen. Ich würde mich richtig freuen, einfach, dass ein Klick für euch, die Kommentare vollballern. Der Gutschein ist ja auch am Start. Und dann geht's jetzt weiter zu den Locations. Viel Spaß beim Video. Zurück jetzt hier beim Coast. Also, es ist folgendermaßen. Hier hätten wir normalerweise gegessen, aber wir brauchen eine Drehgenehmigung dafür. Stellt euch einfach vor, wir sitzen hier an einem dieser Stühle und werden das Sushi essen. 36 Euro das Paket. Also alles, was ihr gleich seht. Also ich kenne mich bei den Preisen von Sushi nicht aus, sage ich euch ehrlich. Achmed sagt, teurer 36 Euro, wenn uns jetzt die Portion angucken. Viel für so eine kleine Portion, ne? Das muss man schon sagen. Ob das jetzt im Vergleich so viel teurer ist, weiß ich nicht. Ich bestelle so selten Sushi. Ich habe einfach gesagt, ich will eine Box haben, wo ich von allem mal probieren kann. Also ein Stäbchen essen? Nee, Mann. Echt nicht? Komm, ich krieg's bald. Ganz einfach, Brudi. Guck mal, ich nehme mal so, pack's dann einfach nur noch zu, so mäßig, weißt du? Also, so nehme ich das oder was? Du bloßstellen. Ja. Ey! So, scheiße, ich nehme das jetzt hier mit der Hand. Also, ihr seid selber Kenner jetzt unter den Zuschauern. Ich weiß nicht mal, was das ist. Sieht aus wie Krebssalat tatsächlich. Krebssalat. Hört sich ja komisch an, ey. Damit ihr ein Feeling habt, wie selten ich Sushi ist oder wie wenig ich plan habe. War fasziniert, dass sie es frisch machen. Ich dachte, die hätten das jetzt schon irgendwie am Start, geben es dann raus so. Ich weiß nicht, wir gucken mal erstmal, wie das aussieht an anderer Ort und Stelle und switchen nochmal rüber zur nächsten Location. Es hat so ein, sagt mein Kollege auch eben, so ein Kantinenflair, ne? Ja, ist nicht so gemütlich wie das andere. Japanisch gehalten, ne? Rot-Weiß. Alles ist rot-weiß mit ein bisschen blau drin. Oh, mega. Gerne. So, wir sind jetzt fertig beim Hensi. Jetzt wird gegessen. Sehr sympathisch da die Leute. Gucken wir mal, wie das aussieht. Komm, Inzi. Ich hab die heiße Ware. Pack mal aus, den Lachs, ja. Den Lachs, wirklich, ja. Ey, das ist der Lachs. Was sagt DJ Khaled, Alter, deine Prognose? Ich erwarte sehr viel, weil das ist das richtige Sushi-Restaurant. Ja. Das ist das richtige Sushi-Restaurant, ne? Genau. Oh. Okay. Auch mit Liebe verpackt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir sind mehr darauf getrimmt, das auch to go zu geben. Sieht sehr ansprechend aus. Wir werden direkt mal testen. Ich bin echt gespannt. Passt gleiche Auswahl wie da hinten. Als hätten die sich abgesprochen. Leute, das ist ein Kartell hier. Ein Sushi-Kartell. Das Sushi-Kartell. Ja, aufgeschissen rein da den Lachs hier. Das sind aber zwei. Ja, ehrlich? Ja, ja, sind die gleichen. Okay. Da haben wir direkt ein bisschen Wasabi drin, wenn du mich fragst. Das werden ja alles die gleichen sein hier, ne? Hier haben wir noch andere Soße drauf. Das ist auf jeden Fall auch wieder Crispy Chicken, eine Avocado. Mhm. Für mich ist das Special-mäßiger als beim Is. Du hast in der Hinsicht ein aufregenderes, um das nachher dennoch zu konkretisieren, ob es auch besser ist, Geschmackserlebnis. Du hast Süße, du hast Säure, du hast die leichte Schärfe, die kurz reinkommt. Sehr durchdachtes Produkt, detailliert ausgeplant. Man sieht ja auch, wie das strukturiert ist hier. Das von oben bis unten durchkonzipiert, wenn ihr mich fragt, gut. Ja, jetzt will ich noch mal zum Lidl. Und da sind wir wieder am Start. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich sieht das unappetitlich aus. So, also ich muss wirklich sagen, ne? Geschmack zählt zum Schluss, aber das Auge ist auch irgendwie mit. Guck mal hier rauf. Sieht nicht so prächtig aus, Mann. Aber die hat mir Achmed sehr angepriesen. Die nehme ich auch direkt mal raus. Sehr hart auch im Vergleich so zu den anderen, Sushi. Das ist mal was anderes, sag ich mal so. Den Dill fühle ich. Dann merkst du erstmal direkt im Vergleich. Sehr hart, der Reis sehr komprimiert so. Kann man auf jeden Fall essen. Hier mit Sesam irgendwie. Thunfisch sieht man so danach aus. Du merkst direkt, das ist ganz anders vom Feeling. Da haben wir jetzt so einen geräucherten Lachs mit Reis. Nochmal so die einfachen, sage ich hier auch. Und wieder zurück beim Is. Mit Gurke. Ich gestehe jetzt einfach mal ein, ne? Ich sag das mal ungern, ich esse selten Sushi, bin ich absolut kein Kenner. Es flasht mich einfach nicht, Mann. Das ist zwar frisch, so ich merke irgendwie, so, ja geil, was ist geil? Guck mal, ist der hier. Schöne Soße, aber oben drauf irgendwie der. Den werde ich mal auch noch einmal. Das war mit Crispy Chicken, ne? Das war bei mir immer ein Favorit. Das ist ja noch so richtig roh hier, ne? Das ist tatsächlich ein Thunfisch, daneben ist Lachs. Deswegen ist der Sushi auch immer ein bisschen umstritten, weil es ja komplett roh ist, für Schwangere gar nicht erlaubt. Alles oh, das kommt direkt durch, Leute. Boah. Moin, moin. Wollt ihr auch? Greift einmal zu. Ehrlich.
Roher Fisch, jo. Und ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen durchgesnackt. Ich als Nichtkenner bei Sushi, bei mir um die Ecke, in Muxude. Und wenn dann Sushi das kostet, wahrscheinlich die Hälfte. Ich habe von so vielen, das ist heftig da. Mir ist scheißegal, Mann. Ich finde das jetzt normales Sushi. Ganz normales Sushi für mich. Das Restaurant war geil, Ambiente war auch geil. Aber am Ende des Tages fehlt ja der Geschmack. Ich würde dem von Sushi, was Sushi angeht, eine 8 von 10 geben. Aber die Sushi, die ich so gestern, wo ich gesagt habe, geil, das ist gutes Sushi, gebe ich auch einen 8 von 10. Das ist Reis und Fisch teilweise so, ne? Oder halt Reis und Gemüse drin. Das ist Gemüse vielleicht ein bisschen frischer als beim anderen. Okay, und hier. Und Seetang halt. Das kannst du auch nicht. Seetang, so Soße drauf. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich 8 von 10 geben würde. Also vielleicht brauche ich mal was Special-mäßiges. Vielleicht ist Sushi auch nicht einfach so mein Favorite. Ich würde eher so eine 7-7 geben. 7-7-7-8. Nimmst du bitte noch mal so einen Biss? Mhm. Weil da hast du Soja und alles dran, was ich gemacht habe. Mit Soja schmeckt es besser. Ja, frischer schmeckt vielleicht, aber was denke ich soll das Mindeste sein? So. Es ist frisch, es ist gut, keine Frage. Aber für mich wird es sich jetzt nicht lohnen, in so einen Schuppen reinzugehen. Und hier sind wir wieder beim Hensi. So, Vergleich, die unspektakulären Sachen, wie mit dem Thunfisch, den Lachs, den habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Hebt sich doch noch mal ein bisschen ab, fragt mich nicht warum. Jetzt zum Isas hatten wir jetzt gerade überhaupt keinen Unterschied drin. So. Der Lachs tatsächlich, da ist irgendwie noch so eine liebliche Note drin. Ich weiß nicht, wie sie das macht, ob der Lachs generell vielleicht fetthaltigeres Stück ist. Und diese Special-Dinger, die sind viel durchdachter, für mich viel besser als ein Is. Da sage ich, okay, das ist wirklich so ein bisschen was anderes. Das ist für mich eine 8,5 schon. Richtig durchkonzipiert, du hast ein Geschmackserlebnis, du hast Schärfe, du hast Säure, du hast Süße, alles. Also, das muss ich sagen. Wir wechseln noch mal zum Lidl rüber. Zurück bei Lidl. Wir haben wirklich gute Sushi-Stationen getestet, die bekannt sind dafür, gute Sushi zu haben. Auch als Sushi-Laie, wie ich halt einer bin, ist das wirklich deutlich schlechter. Also, man kann sich das geben. Wenn man jetzt wenig Geld ausgeben will, hat Bock auf Sushi, dann ist man nicht unbedingt erst enttäuscht, wenn man das isst. Sehr komprimiert, eintönig vom Geschmack. Salzlastig, spüre nichts von Frische, gar nichts. Ziemlich sauer teilweise. Weiß nicht, ob das hier Säureregulatoren sind, Säurungsmittel. Wir können uns mal einfach hier die Zutatenliste mal reinhauen. Natrium, Benzonat, Kaliumsorbat, jede Menge Müll drin. Und mir schmeckt das nicht besonders gut. Also ich kann mich da hineinsetzen, dass wenn ich das kaufe und sage, geht klar, fühle ich nicht, das Sushi. Also dem würde ich echt nur eine 3,5 geben oder so. Also fühle ich nicht. Also man muss noch mal sagen, das sagen die Jungs so gerade, 6 Euro für das Paket, da ist noch mehr drin als bei den anderen, wo wir 36 gezahlt haben, oder? Ungefähr gleich viel. Ja, ja. So ein Sechsel, Mann, das ist schon krass. Oh, es geht ja klar, ne? Nur der Fehler gemacht, dass wir als letztes hier hingegangen sind. Aber ja, das zu dem Video, Leute, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eure Kommentare vielleicht noch, gerade auch die, die so ein Lidl-Sushi kennen, knallt mir die Kommentare voll. Lasst den Daumen oben auch glühen, unbedingt. Würde mich freuen, wenn das Video wieder richtig viral geht und dann sehen wir uns beim nächsten Video.